Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich mal einer spannenden Frage nachgehen und die lautet: Rentiert es sich wirklich, einen Kaltwintergarten zu bauen, oder macht es dann nicht schon mehr Sinn, gleich einen Warmwintergarten zu bauen? Wenn Sie das interessiert, dann bleiben Sie unbedingt dran. Und bitte nicht vergessen, wenn es Ihnen gefallen hat, dann geben Sie uns einen Daumen nach oben, lassen Sie uns ein Abo da und wir freuen uns natürlich auch über Ihre Kommentare. Ja, es wird immer moderner, sage ich mal, aus einem Terrassendach dann einen Kaltwintergarten zu machen. Und wir erleben häufig in der Beratung, dass man natürlich vor allem aus Kostengründen sagt, naja, wir machen erstmal ein Terrassendach und erweitern das dann. Oder wir machen einen Kaltwintergarten, denn ein Warmwintergarten ist uns zu aufwendig und zu teuer und wir brauchen das gar nicht. Wenn man dann die Kunden später trifft oder auch wieder in Kontakt kommt, dann hört man schon sehr oft, dass der Kaltwintergarten sehr, sehr viel genutzt wird. Und jetzt wäre es natürlich super toll, wenn man diesen auch im Winter nutzen könnte und heizen könnte und ob das denn möglich ist. Dazu haben wir auch schon mal ein Video gemacht. Das verlinke ich Ihnen hier oben. Ja, und dann muss man leider sagen, das funktioniert nicht. Ja, und dann wird oft versucht, mit Heizstrahlern oder Infrarotheizungen so diesen Kaltwintergarten einigermaßen vernünftig über den Winter zu bringen. Aber ganz ehrlich, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Deshalb möchte ich in diesem Video Sie anregen, sich im Vorfeld wirklich intensiv Gedanken darüber zu machen, ob Sie wirklich nur einen Kaltwintergarten wollen, der dann halt von März bis Oktober vernünftig nutzbar ist und im Winter, wenn die Sonne scheint, oder ob Sie so den nächsten Schritt machen und sagen, Sie bauen wirklich einen Warmwintergarten, der halt dann 365 Tage im Jahr funktioniert und natürlich auch seinen Reiz hat, wenn man da bei Schneetreiben und bei kaltem, eisigen Wind trotzdem gemütlich bei 22 Grad Raumtemperatur draußen sitzen kann. Und ich möchte Ihnen das mal so einer einfachen, kurzen Daumenrechnung auch etwas näher bringen. Denn wenn Sie heute einen vernünftigen Kaltwintergarten bauen, so mit, sag ich mal, 4 mal 5 Metern, also die klassischen 20 Quadratmeter, dann kostet der auch mal schnell mit Unterbau und Fundamenten, die Sie genauso brauchen, und diese Glasschiebeanlagen und Beschattung und so, das gehört ja auch vom Prinzip her alles dazu, ist man schnell auch mal mit 50.000 Euro dabei. Und es fehlt vom Prinzip her nur eine wärmegedämmte Bodenplatte und eben dann die Heizanlage, die natürlich schon Geld kostet, aber wenn Sie jetzt das mal umrechnen auf die Nutzungsdauer, denn so ein Kaltwintergarten, wie ich schon gesagt habe vorher, der ist wahrscheinlich von März bis Oktober nutzbar, also wenn wir es mal grob hochrechnen, circa 7 Monate im Jahr und kostet als Beispiel rund 50.000 Euro. Wenn Sie jetzt da einen Warmwintergarten draus machen und die Bodenplatte vernünftig dämmen und eine Heizung einbauen und da eben etwas mehr Aufwand in der Anschaffung reinstecken, dann liegt der Wintergarten vielleicht dann bei 60.000 oder 70.000 Euro. Aber, und jetzt kommt's, Sie können den eben 12 Monate im Jahr nutzen. Also nicht 7 Monate, sondern 12 Monate. Und wenn ich das mal prozentual hochrechne, dann ist eigentlich der Warmwintergarten im Verhältnis zur Nutzung deutlich günstiger wie ein Kaltwintergarten, der eine eingeschränkte Nutzung hat. Und wenn ich das jetzt mal noch auf Nutzungstage hochrechne, dann ist es tatsächlich so, dass pro Nutzungstag eigentlich der Kaltwintergarten die teurere Alternative zum Warmwintergarten ist. Natürlich hängt es immer davon ab, für was will ich es nutzen, brauche ich den Wohnraum, brauche ich ihn nicht. Aber ich habe es schon oft erlebt in der täglichen Praxis, dass die Kunden im Nachhinein es bereuen, dass sie nicht einen Warmwintergarten gemacht haben und dann ja auch, sage ich mal, mit halblebigen Mitteln den Kaltwintergarten versuchen, einigermaßen auch im Winter nutzbar zu machen. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, jetzt hier auf YouTube und auf unserem Kanal, auch mir geht es so, ich habe einmal einen Warmwintergarten und auf der anderen Seite einen Kaltwintergarten und ich bereue es oft im Winter, dass ich meinen Kaltwintergarten, der auf die Westseite ausgerichtet ist und abends eben lang auch Sonne bringt, dann nicht mehr nutzen kann und habe selber schon drüber nachgedacht, ob ich den noch nachrüsten soll, aber das ist mir dann schlussendlich auch zu aufwendig und zu teuer. Aber insofern möchte ich Sie einfach darin bestärken, machen Sie sich wirklich von vornherein Gedanken, möchten Sie es als wirklichen Wohnraum nutzen können oder eben nur eingeschränkt in der Saison von März bis Oktober, weil im Nachhinein wird es ganz schwierig, das noch zu ändern.
Ja, mit diesem Video hoffe ich auch wieder mal, dass ich Ihnen ein paar Einblicke zu diesem Thema aufzeigen konnte. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich aufs nächste Mal. Ihr Matthias Brack.